Was geht ab? Wir haben, ich glaube, den 15.10.2021. Und mein YouTube-Kanal Burner TV hat 2053 oder sowas Abonnenten. Ja, viele sind verschwunden. Das macht absolut nichts. Und Uhrzeit ist egal. Und Klicks, Philipp und Marc. Das wissen die besser als ich. So, liebe Oma, liebe Opa, ihr dürft jetzt über die Straße gehen. Ich lasse euch nämlich durch. Ja, okay, wenn sie nicht möchten, dann halt auch nicht. So, ich entschuldige mich schon mal im Vorfeld. Falls ihr so jemand schwer atmen hört, ja, das ist mein Hund, der sitzt hier direkt neben mir auf dem Sitz. Ja, der atmet halt ein bisschen schwer, ja. Und ich muss heute ganz besonders aufpassen, denn hinter mir im Auto fährt meine Frau. Ich muss sie nämlich jetzt so begleiten. Die hat einen Termin, ich muss sie dahin begleiten, ja. Ich muss wegfahren eigentlich, ich habe eigentlich gar keine Zeit. Da habe ich gesagt, okay, komm, wir fahren zusammen in zwei Autos, ja. Deswegen, ich muss immer so gucken, weil ihr wisst, ja. Frauen am Steuer, ja, jeder der weiß, sagt so, Frauen am Steuer, Bernhard am Steuer ist viel schlimmer, ja, ich weiß. So, jedenfalls, Eintracht Frankfurt, oh, was das heißt. Komm, ein bisschen Klima machen. So, hier, wie geht das? So, okay. Ja, Eintracht Frankfurt, wunderbar, liebe Leute. Eintracht Frankfurt, oh, ist das lange her. Oh, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hatte so zwei Wochen voll mit Sachen. Und, ach so, morgen, das Schlimmste ist, morgen spielt Eintracht Frankfurt gegen Hertha und ich kann es nicht gucken. Ui. Ich drehe morgen, Achtung, schalte ich, ja. Das Spaß, das bremst auch. Ja. Morgen Videodreh. Ich habe morgen Videodreh in Wiesbaden, glaube ich. Ja. Und ich kann es nicht gucken, obwohl ich Sky2Go habe. Ich werde versuchen, heute Abend noch den Drehplan so zu schreiben, dass wir, ich sag einfach den Künstlern, sorry, ja, aber wir haben jetzt schon gedreht, wir fangen um, ich weiß nicht, 10 morgens an oder sowas, und ich sag so, ey, also 15.30 Uhr machen wir Mittagspause, da besorgt ihr mir was zu essen, mäßig, ja, Catering, und in der Zwischenzeit werde ich mal Akkus laden, Sky2Go, ja, ja, ey, von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Sense, Eintracht. Ich versuch's, ich kann es nicht versprechen, aber es wird schwieriger. So, jedenfalls, liebe Leute, Eintracht spielt gegen Hertha BSC Berlin. Ja? Achtung, Verkehrsstörung. Was du nicht sagst, liebes Auto. So, ja, ja, zwei Wochen ist schon der Bayern-Sieg her, der Phänomenale. Ich muss noch meinen Hund streichen, weil wenn ich das mache, dann weiß ich, wo sein Kopf ist. Wenn ich das nicht mache, weiß ich nicht, wo sein Kopf ist. Und dann fängt er an, hier alles zu knabbern im Auto. Ja? So streichen, streichen und sowas mit, ja. So, ja, der phänomenale Bayern-Sieg ist Geschichte. Wir sind jetzt im nächsten Spiel. Hertha BSC Berlin kommt zurück. Der Freddy kommt zur Eintracht wieder. Oh, das war jetzt nicht gut. Sorry, ja, ich bin jetzt ein LKW hinter mir. Und Frauchen ist außer Sichtweite. Ja? Also, wie mache ich das jetzt? Sorry, ja, ey. Guck das jetzt einfach. Egal. Es ist nicht das informativste Eintracht-Video, ja? Okay. Ah, ich sehe die ja noch im Rückspiegel. Die ist ja in London. Ist die. Fahr mal, drück mal ein bisschen auf Gas, Schatz. Ja. Okay. Also, es geht. Ja. Ich kann ja nicht auf die linke Spur wechseln und langsamer werden, damit mich die LKWs überholen, ja? Aber erklär das mal, ja? So. Jedenfalls. Ja. Gut, also ich hoffe, die hält mir hält nicht im Auge. Ja, mache ich auch. Hund streicheln, damit er nichts kaputt macht. Ja. Oh mein Gott, ich bin so multi-untersgefecht. Jedenfalls, ja, der Freddy kommt zurück zur Eintracht. Ja, uiuiui. Ja, also, ich bin ja ein Außenstehender, was Berlin angeht, weil das ist mir eigentlich egal. Aber so rein objektiv gesehen, vermittelt Berlin doch den Eindruck, so nach dem Motto, ja, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren mittlerweile, keine Ahnung, kam dieser Horst. Hat gesagt, oh, wir machen aus Berlin den nächsten Champions League Sieger, pumpt da hunderte von Millionen rein. Ich weiß nicht, 100 Millionen, 200 Millionen, Entschuldigung, aufs Maul gehauen, sorry. So, ja, und Moment, ich muss. Ja, macht da, pumpt Geld rein ohne Ende. Hat wahrscheinlich das ganze Geld jetzt schon verplempert. Macht denn Freddy große Versprechungen? Weiß ich nicht. So dachte man ja auch. Warum soll er Freddy sonst dahin gehen? Wegen der Familie? Ja, okay, vielleicht. Aber auch wegen dem Geld, ganz bestimmt, ja. So, dann ist der Freddy da am Tun und Machen. Und was kommt dabei rum? Es sieht einfach danach aus, als wären wichtige, also sehr viele Spieler gehen weg. Sind gegangen. Ein paar gute sind auch weg, ja. So viel Geld hat man nicht ausgegeben. War irgendwie nicht da. Man sollte sogar sparen. Man holt einen Boateng zurück. Ja, fährt einen krassen Sparkurs und ich kann es verstehen, wenn, liebe Hertha-Anhänger, ihr da euch fragt, was ist das bitte?
Ja, so, aber gut, Kopfstreicheln, ja. So, und Scheiße, wo ist die Frau? Ich hab die verloren. Falls jemand eine Frau gefunden hat, ja, die gehört mir. Bitte zurückbringen, ja. So, okay, jedenfalls, ja, also bei Hertha, es läuft ziemlich ungünstig. Au, oh, oh, die LKWs sind gewechselt, die Spur und die Frauchen ist noch ganz brav da, wunderbar, ja. Guck mal, so ist brav, so muss man sein, ja. Brav, nicht so wie du, ja. So, okay, jedenfalls, ja, Berlin. Berlin, was soll ich sagen? Ja, Probleme mit Dardai, der sich unglücklich äußert in den Medien. Das funktioniert noch nicht so. Die haben sich, ich weiß nicht, ja. Also Berlin, da ist der Wurm drin. Was uns natürlich freut, weil ihr wisst meine Prognose. Gladbach und Berlin steigen ab. Berlin als Erster, Gladbach als Zweite. Ganz phänomenal wären natürlich auch die Bayern. Aber so, und ist Frauchen da? Ja, wunderbar, Frauchen ist hinter mir. So. Jedenfalls, sollen wir mal winken? Wir winken. Frauchen winkt aber nicht zurück, sie lächelt noch und hat gecheckt, dass ich YouTube mache. Jetzt wird sie sagen, wenn man mich sieht, darf ich das Video nicht hochbringen. Ja, also wir werden alle sagen, man sieht sie nicht so. Ja? Okay, jedenfalls Eintracht Frankfurt, ja, und wir spielen in Berlin, wir werden die vernichten, das steht außer Frage. Und ja. Die haben doch den wie sagt man, den Bock umgestoßen. Euroleague gewonnen, Bayern München vernichtet, gedemütigt, wie keine zweite Mannschaft jemals zuvor. Und ja, wir sind angekommen in der Saison, würde ich mal behaupten. Da kommt doch eine Mannschaft, die voller Probleme strotzt da ganz richtig, genau richtig für die Eintracht. Natürlich, es wundert einen bei der Diva von Main nichts mehr, ja. Du gewinnst gegen Bayern München und im nächsten Spiel verlierst du gegen Bielefeld 4-0, ja. Es passiert alles bei der Eintracht, ja, aber ich glaube, diesmal wird es nicht der Fall sein, dass Eintracht Frankfurt gewinnen wird, steht außer Frage. Und ja, wie sollen wir denn spielen? Ich habe leider die Länderspiele gar nicht verfolgt, ja. Ich kann nur sagen, dass Schottland definitiv jetzt auf meiner Abschussliste steht. Schottland, du hast Frankfurt-Verbot jetzt. Ich erteile dir jetzt Frankfurt-Verbot, Schottland, denn, sorry, wie kannst du gegen die Färöerinseln spielen? Wenn ich alleine mit meinem Hund gegen die Färöerinseln spielen würde, würde ich 11-0 gewinnen, ja? Wie kannst du Schottland gegen die Färöerinseln spielen und in der, keine Ahnung, 87. Minute nur 1-0, das 1-0 machen und gerade so gewinnen? Ja? Ja, sorry, ich habe schon gewettet, dass die Schottland mal 2-3 Tore macht. Verdammte Scheiße, hat mir einen fetten Schein kaputt gemacht. Kacke, ja, egal. So, jedenfalls Eintracht, ja? Ja, Trapp wird im Tor spielen. Phänomenal gegen die Bayern. Spielt uns den Sieg da festgehalten, ja. In Abwehr. Ja, in Dicker und Hinti hatte sich da irgendwo ein WWchen zugezogen, habe ich irgendwo noch vernommen, aber bin mir da jetzt nicht mal ganz sicher. Aber ich glaube, er kann spielen, soweit ich mich recht erinnere. Und deswegen würde ich mal sagen, ja, wenn es nach mir geht, ja, erst ein Heimsieg. Ich brauche die Viererkette dann nicht, ja. Also, ich würde da wirklich, ich würde aufstellen wie folgt, und zwar Hasebe in die Mitte, Endika und Hinti in die Verteidigung. Bam! Bam! Ja? Links Kostic, ja, rechts, ja, also ist halt unsere Problemzone da, wer jetzt rechts verteidigen sollte, ja. Aber Touré oder Chandler, ja, machen wir mal Touré, wenn er dann wieder mal fit ist, so, ja, lassen wir ihn mal seine Zeit, auf seine Spiele kommen, ihn mal gucken, wie es läuft für ihn. Und im zentralen Mittelfeld hat sich das ja etabliert. Rode, ja, wird schwer als Kapitän, aber es wird einfach, man muss einfach sagen, es ist einfach schwer, es ist Fußball, das Leistungsprinzip gilt, und wenn man verletzt ist, ist es unfair leider, weil man nicht imstande dazu ist, Leistung zu zeigen oder sich zu beweisen, aber es ist, wie es ist. Jakic und So haben sich da unglaublich stark eingespielt, finde ich, ja. So, das Wiesel, der überall zu finden ist, vorne, hinten, Gegnern die Bälle abluchst und verteilt und überall zu finden ist, und Jakic einfach der Brutale, drei König Leonidas da im Mittelfeld, der einfach für Sparta, für Eintracht, für den Adler alle so zusammentritt und so, ja. Wunderbar spielt er. So, und dann haben wir eine Dreierkette, die zwei Offensiven, also drei, vier haben wir, sieben. Dann haben wir noch drei Spieler.
Ja? Und drei Spieler. Boah, schwierig. Schwierig. Boré, soweit ich mich erinnere, hat heute noch ein Spiel. Ja? Oder kurz vor unserem Spiel hat er noch ein Spiel. Soweit ich mich, habe ich mal gelesen vor dem Spiel, dass er nicht spielen werden kann. Spielen werden wird können. Spielen werden wird können. Das war schon grammatikalisch richtig. Hochwertvoll. Ja, das war hochwertvoller grammatikalischer Satz. Ja, Wahnsinn. Das ist, und das war gefreestylt. Stellt euch mal vor, ich habe geschlafen. Ja. So, jedenfalls, ja, wenn Borussia eh ausfällt. Boah, es ist schwierig mit Hauge und. Ja, aber warum nicht? Warum nicht? Lassen wir doch mal den Lindström beginnen mit Kamada. Ja? Und die so quasi die Doppelzehn bilden und dann. Man muss ja eigentlich den Lammers da wieder bringen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er den Paciencia von Anfang an reinstellt, ja. Geben wir dem Lammers noch eine Chance, ja. Also ich meine, dass er treffen kann, hat er gezeigt. Hat ein, zwei gute Spiele, schlechte Spiele gezeigt. Ich bin jetzt nicht der Fan von, sagt, boah, das geht gar nicht, ja. Bei Da Costa war das schon, sorry, Da Costa, aber es war schon krass eklatanter, ja. Bei Da Costa, diese Fehlpässe, das ist einfach eine Gefahr. Wenn Lammers ein Ding vorne versemmelt, ja, oder zwei oder drei, das ist blöd für die Mannschaft, ja. Aber wenn du hinten nur ein reicht, ein Bock hast, ein Fehlpass, dich unkonzentriert bist und dir einen krassen Fehler leistest, dann kriegst du ein Gegentor. Dann ist das Spiel normalerweise verloren, ja. So, und wenn du nicht in der Lage bist, vorne zu stechen, ja. Und deswegen, es ist immer, hinten ist das Risiko. Das war bei mir genauso. Als ich noch Fußball gespielt habe, hat mein Trainer gesagt, ey Bernhard, es sind alle krank, du musst heute spielen, sonst würdest du nicht spielen. Bitte, geh nach vorne einfach. Wenn du da nichts, deine Fähigkeit nichts zu können an den Tag legst, ja, dann ist es nicht so schlimm, wenn du hinten wegen dir 20 Gegentore fangen, ja, ist immer so, ja. Deswegen komme ich hier durch, ja, wunderbar. So, ja, deswegen würde ich sagen Lammers, ja. Und wenn wir so spielen, Hertha, macht euch auch was gefasst auf die Niederlage des Jahrtausends. Des Jahrtausends habe ich gesagt, ja. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Eintracht mit dem neuen Selbstvertrauen, mit den zwei Siegen in der Hinterhand schon mal so ein 7:0 an den Tag legen könnte gegen Berlin. Ja? Was willst du denn? Okay, ich bin leise, du bist ein Eintracht-Fan. Sorry, Kollege. Ich sehe gerade einen Eintracht-Aufkleber auf deinem Stick. Ey, also, ich muss meiner Frau zeigen, wo Parkplätze sind. Hier ist ein Parkplatz. Ich habe die ganz vergessen, sorry. Ach, die hat ihn schon genommen. Okay. Jetzt, ich muss jetzt mal gucken, ob es noch einen besseren Parkplatz gibt. Wenn es noch einen besseren Parkplatz gibt, muss ich sie nämlich anrufen und ihr das sagen. Ja? So mit Parken und so, ihr wisst. Okay. Ey, ich kann es ja selbst nicht, was soll ich sagen? Doch, da ist einer. Da ist schon einer. Hier ist eine Ausfahrt. Hier ist ein Parkplatz. So, ich muss sie ganz kurz anrufen. Moment. So, ja, wir reden gleich weiter. Ihr seid jetzt live dabei. Ey, da sind noch zwei, drei weitere Parkplätze, wenn du weiterfährst. Die sind näher, wenn du willst. Ja, ist viel näher, auf jeden Fall. Ist viel näher, ja? Du bist live in YouTube. Ja. Ich soll meinen Leuten sagen, sie hatte fast einen Unfall. Was für einen Unfall hattest du denn? Wegen diesen LKWs? Wegen mir, weil ich nicht gewinkt habe? Du wolltest aussteigen und mir eine ins Gesicht dotzen? Keine Angst, ich habe nichts anderes behauptet. Ich habe nämlich... Ja klar, habe ich alles gesehen. Okay, ey, ich muss mal hier weitermachen, aber du kannst auf jeden Fall vorfahren. Da sind zwei, drei Parkplätze noch gewesen. Viel näher. Ja, ciao, ciao. So, jedenfalls, muss ich mich den streicheln, Hund streicheln, ja. So, deswegen
7:0. Wer schießt die Tore? Die Tore schießt Lamas, schießt 2, Kamada wird endlich mal der Knoten platzen heute, schießt ein Tor, bereitet alle anderen vor. Lindström sollte endlich mal, ich habe gehört, der hat eine gute Chance gegen die Nationalmannschaft nicht gemacht. Das war ausnahmsweise nicht an mich. Meine Lampe ist rot, ja. So, und die Kostic darf mal eins machen. Und dann möchte ich, dass mal der Hauge wieder trifft, eingewechselt. Ach, ich möchte eigentlich, dass die ganze Mannschaft sich so die Tore da vorne aufteilt, ja. Die Verteidiger sollen machen, was sie bezahlt werden. Und jeder, der jenseits der Mittellinie spielt oder mal im Spiel jenseits der Mittellinie war, soll mal ein Tor schießen gegen die Berliner, ne? So machen wir das so ganz fein hier aufgeteilt, ja. Fein. Und ansonsten Eintracht News, es gab nicht so viele News, ja. Blanco, das Theater hin und her, geht, ich meine, ist das ja nicht spielt und jetzt gibt es da Angebot. Irgendwo habe ich so eine News gehört, Newcastle möchte jetzt Kostic. Also, ich sag ja nicht, dass der Spieler nie den Verein verlassen darf, ja, oder sollte. Sage ich jetzt in dem Augenblick zwar nicht, aber wenn es dazu kommen sollte, ja, glaube ich, dass nicht wenige mit nach England fahren würden, um zu klatschen. Aber kein Applaus, ja. So, okay, jedenfalls, Hertha BSC Berlin, ja, das wird nichts diese Saison. Nächste Saison zweite Liga, ja, da kann auch der Bob, der Baumeister Freddy, nichts bei euch anrichten. Und es tut mir sehr leid für euch, aber ihr habt damit angefangen, in fremden Gewässern zu wildern. Ja? Keiner macht das mit Frankfurt, ganz einfach. Und Eintracht Frankfurt, ja, also defensiv sind wir ja stabil, wirklich. Ich meine, klar, unsere Torstatistik, unser Torverhältnis ist nicht das allerbeste aktuell, aber das liegt einfach an den 5 Toren, die wir bei Dortmund kassiert haben, gegen Dortmund am Anfang, ja. Wenn man das weglässt, ist einfach Frankfurt phänomenal hinten, ja, ein Tor pro Spiel, das ist wirklich voll gut und es wird noch weniger werden, ja, wenn Trapp die Leistung zeigt und sich die Mannschaft hinten mal stabilisiert. Aber vorne, einfach muss man auch einfach mal einwerfen dürfen, dass es bei euch noch besser, ruhig besser werden darf, ja, dass die Prozesse, die Abläufe mal besser einstudiert werden sollten und dann klappt das, liebe Leute. Dann wird es ganz wunderbar, phänomenal. So, ich fahre hier mal vorbei. Ich bin jetzt eigentlich auch da. Parkplatzmäßig ist es natürlich immer eine mittelschwere Naturkatastrophe hier. Aber gut. Habt ihr noch irgendwas zu sagen? Wollt ihr mir irgendwas sagen? Wollt ihr über irgendwas sprechen? Dann schreibt es mir unter das Video in die Kommentare rein. Und ey, du bist ja so brav heute. Wahnsinn. Vielleicht sollte ich immer reden, wenn ich im Auto bin. Gell? Du bist ja richtig brav heute. Ja? Vielleicht kriegst du ja heute was zu essen. Ja? So, jedenfalls. Ich freue mich. Ich freue mich sehr auf Eintracht Frankfurt. Es ist echt schwierig für mich, dass ich das Spiel nicht sehen kann. Total einfach. Du machst so einen Termin von 4 Monaten. Sagst du, okay, an dem und dem Wochenende kannst du ein Video drehen. Und ja, natürlich spielt Eintracht dann. Boah, Kacke. Ärgerlich, ja. Vielleicht werde ich es schaffen, versuchen, auf Instagram, diejenigen, die mir schon länger folgen, wissen, hin und wieder, ich kann das natürlich nicht bei allen Videos machen, ja, aber hin und wieder, wenn ich ein Video drehe, kann man das in meiner Instagram-Story auch sehen, was wir da so machen. Schaltet vorbei ein, ja, kommt vorbei, BernhardTV Instagram, also in Instagram BernhardTV und dann werdet ihr sehen, was wir da morgen machen werden. Und also ehrlich gesagt, ich weiß selbst nicht, was wir da morgen machen werden, ja, weil das sind die besten Videos, wenn du keine Infos von den Rappern kriegst, sondern einfach sagst, ey, wir treffen uns dort und es wird schon, ja. So, wenn du Film studierst, ja, das erste, was du lernst, Vorbereitung, ja, Pre-Production ist das Wichtigste. Alles muss gepre-productet werden, ja, sprich, alles muss geplant werden, aufgeschrieben werden, durchdacht werden, hin und her und blablabla. Und dann, und in der Praxis ist es natürlich auch so, wenn man professionell arbeitet, aber es gibt nun durchaus auch die Fälle,
wo dir der Auftraggeber sagt, wir machen das schon, es wird gut, wir treffen uns einfach. Okay, Freestyle. Ich weiß nur, wir drehen in einer coolen Lost Place Location, ja? Kennt ihr Lost Places? Ich mag Lost Places, die sind cool. So, also, ich bin da. Oh, ich stehe nicht so formidabel, ganz. Komm, mein Auto kann noch ein bisschen piepsen, ne? Okay, so, sollten wir mal Stopp machen, ja? So, okay, wir machen mal Stopp jetzt. Also, meine Frau ist die Beste, die weiß, ich muss morgen früh raus, die mir 4 Red Bulls gekauft. Wunderbar. So, also, wir sagen jetzt mal Tschüss hier auch. Sagst du Tschüss? Sag mal Tschüss. Genau so. Also, okay, da ist ein Kind auf dem Skateboard. Das ist jetzt direkt vom Auto, aber das wollen wir jetzt mal nicht filmen. So, okay, ich lasse dich raus, dann kannst du die Kinder fressen. So, okay, wir müssen los. Und ja, Eintracht Frankfurt 7-0. Danke euch allen. Eintracht Frankfurt, deutscher Meister, Weltmeister, Champions League-Sieger und alles für gut, ja. Wir sehen uns nach dem Spiel. Ich muss das Spiel mir reinziehen, irgendwie während dem Dreh oder nach dem Dreh. Keiner sagt mir bitte irgendwas. Ich muss das ein bisschen so undercover machen. Also sprich, ohne dass ich irgendwas weiß. Schaffe ich nicht. Ich werde eh schon vom Spiel die ganze Zeit auf mein Handy gucken, ja. Ah, wie das Video wird, weiß ich nicht. Also, tschüss.